Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind hier bei Free Fire Battlegrounds. Und wie ihr wisst, ist das so eins der Spiele, die ich mag auf dem Tablet, beziehungsweise ihr seht gerade, ich habe mich frisch geduscht gerade. Mal wieder. Nachdem ich mich heute leider verletzt habe, musste ich mich wieder heute am nächsten Tag duschen. Blöderweise. Das sind halt die Wasserkosten und ja. Ich mache jetzt während des Spiels die Facecam wieder aus, weil es einfach noch besser ist. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ja. Ist mir da egal. Was du da für ein Hecht. Scheiß Tablet. Na gut, das Tablet ist nicht leiser. Kann ich nicht spielen. Unverständlich. Ja, ich spiele jetzt gerade Level 3 hier oben, wie ihr seht. Genau. Ich habe heute mehr als 3 Mal gespielt. War sehr spannend. Was ich mal auf jeden Fall vorhabe, ist ein Team zu gründen. Und das machen wir jetzt einfach mal mit Mikrofon. Und ich hoffe, wir kriegen gute Leute hin. Alles gute Leute. Mit einer Level über 3. Spar auf meinem alten Account, was ja jpglp.tv ist. Da habe ich bis Level 17 gespielt gehabt. Musste speichertechnisch aber leider deinstallieren, weil ich es sonst nicht geschafft hätte. Und Free Fire so weit neu gekommen ist, werdet ihr auch dann nochmal sehen. Dass die Grafik und so ein bisschen besser geworden ist, dass die Map ein bisschen heller geworden ist. Ich durfte rein theoretisch nicht mehr gegen Bots spielen können, sondern gegen richtige Leute. Wir werden ja auch später bereits sehen. Aber erstmal werden wir hier mal gucken. Aber was ich mich schon die ganze Zeit mal gefragt habe, wie läuft das eigentlich ab, wenn ich jetzt zum Beispiel vereinzelt in eine Map reinkomme und wie werden die anderen Spieler reingezogen? Auch Squad gewählt haben. Aber so viele Leute gibt es ja gar nicht. Naja, reinschaut schon, aber so viele Leute, die Free Fire zogen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Free Fire. Könnt ihr mich hören? Speak your English oder speak your German? Hallo. Also das, was ich gerade verstanden habe, ich war weder Englisch noch Deutsch. Und ich habe mich verirrt. Das kann nur so sein. Wir machen mal ein bisschen Hintergrundmusik an. Die ich leider nicht höre, leiderweise. Nein, ihr macht immer diesen Fehler. Ich will dahinter. Hallo? Das habe ich jetzt nicht gesehen, oder? Ist der jetzt wirklich rausgesprungen? Was ist das für ein Vogel? Oh. Coming to me, here safe. Also mein Englisch ist zwar nicht so ausgereizt, wie ich es eigentlich brauche. Aber ja. Aber ja, aber ja, aber ja. Can you me? Keine Ahnung.
wäre jetzt richtig bescheuert, wenn es wirklich jemand kommen würde hier. Ich habe keinen Bock auf Besuch. Und den Typen scheint es gut zu gehen. Noch. Ich wiederhole, noch gut zu gehen. Ich brauche dann erstmal ein Auto. Was zufällig vor der Tür steht, um den Typen abzuholen. Falls er das überlebt. Ich hoffe es einfach für ihn. Es kann sich jederzeit ändern, dass ich dort oben in der Zeile lese, wurde getötet von. Aber warte mal, wir sind zu dritt, sehe ich gerade. Finde ich schon schwer. Weil die Shotgun ist wiederum gut, um im Nahkampf jemanden zu töten. Nein! Nein! Rette dich! Fuck, Alter, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Nein! Ach, die bringt den um, Alter. Die bringt den um. Wo ist der eine Typ? Ach Gott, der eine ist nicht woanders, wo der andere ist. Also sollte ich mich trotzdem. Ich beeile mich trotzdem. Weil ich hasse das, wenn irgendwelche Leute sterben. Also der ist tot. Sorry, Young. Das hasse ich richtig. Sowas verdaue ich auch nicht so richtig gut. So zu sehen, dass jemand stirbt. Ich werde mir jetzt aber mal. Es wäre jetzt richtig beschissen, wenn ich jetzt auf dem Weg jemanden anders noch finden würde. Der könnte mich mit dieser Alarmkiste locker und lässig umbringen. Oh, ich habe einen Teamkameraden gefunden. Wenn das ist. Oh, ich glaube es ja. Ich hätte mal geradezu auf ihn zufahren. Ich werde Ihnen mal das vorne überlassen. Es sei denn, ich sehe Leute und bin ich eigentlich gezwungen, dorthin zu schießen. Er macht aber genau den Fehler. Fährt Richtung rote Zone oder so ähnlich. Springen Sie heute? Wer fährt denn der? Mach bloß keinen Fehler. Wo wird denn der hin? Alter. Wenn sie unten jemand ist, Alter. Der fährt eigentlich exzellent. Der ist schlau.
Rein theoretisch ist er genau dorthin gefahren, wo die Zone ist. Plus ist, wir können innerhalb paar Sekunden Besucher bekommen. Das finde ich eben ein bisschen. Na gut, wenn die jetzt von da oben kommen, die könnten mir ganz einfach runterschießen. Aber ich meine ja noch. Ein vielfaches Gewehr wäre richtig geil. Aber es scheint bei jemand verreckt schon. Das heißt hier. Muss das sich jemand aufhalten? Oder hat sich jemand aufgehalten? Verdammt nochmal, ich brauch mein Scope. Ich kann doch nicht mit dem verdammten Ding hier. Das Ding will mich killen, oder? Fuck, Junge. Was? Ich kann nicht einfach. Wo rennt der Junge hin? Rennt weiter. Was für ein Hipster. Ey, wenn jetzt da oben verreckt, Alter, ich flippe aus. Das hab ich gesehen. Oh, fuck it. Zurück und ich das auch. Have your scope. Soft zu verstecken. Oh, fuck. Ich hab's nicht gehört, Alter. Ich schau mal das. Ach, nach meiner Ahnung. Weiß ich ganz genau, dass sich hier noch jemand aufhält. Ist hier drauf, ja, außer ein Scope.
ganz von allein. Bye bye, Junge. Tschüss. Ich lebe das nicht mehr. Trotzdem Respekt dafür, dass er mich durchgehalten hat. Ich werde den einfach eine Anfrage schicken. Ja, los. Wunderbar. Thank you very much. Und euch sage ich auf Wiedersehen. Sich. Schaut bei der späteren anderen Folge nochmal vorbei. Dann wisst ihr, wie die weiteren Verläufe gekommen sind.